Hat automatisch runtergeladen, also nicht wundern. Ich habe das jetzt hier rausbekommen und jetzt müsstet ihr rein theoretisch drei Teile haben. Also einmal das Mittelstück, dann den Boden und dann den Deckel. So, ich habe jetzt hier meinen ganzen EOS drin, also was da drin war. Huch! Und jetzt mache ich noch ein bisschen, ihr könnt natürlich auch Lebensmittelfarbe nehmen, aber ich mache jetzt noch ein kleines bisschen roten Lippenstift mit rein, nicht zu viel. Ich mache nur eine kleine Spitze rein. Also so. Und wenn es mir dann nicht ganz rot ist, also es soll mehr so pink sein, dann mache ich noch ein kleines, nur ein ganz kleines bisschen mit rein. So. Das geht jetzt für ungefähr 30 Sekunden in die Mikrowelle schmelzen. Ihr könnt natürlich auch Wasserbad machen, aber da dauert es ein bisschen länger. Und dann könnt ihr das hier, das Netz, das müsst ihr dann ein bisschen abwaschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das ist jetzt meine Farbe. Also mir reicht die Farbe eigentlich. Und jetzt müsst ihr das Gitter, müsst ihr hier wieder mit reinschrauben in den Deckel rein. Reinschrauben. So. Und dann gießt ihr das einfach rein. Geht nicht ganz hoch. Guck mal, mach mal runter. Warte. Ist schon fest, ne? Kannst du nicht. Ja. Jetzt mach doch mal zu. Warte. So. Den Deckel oben drauf, dann umkippen. Also, nee, kannst du nicht umkippen. So, und das stellt jetzt ungefähr für 10, also ihr müsst immer gucken, ob das denn schon trocken ist, stellt ihr das jetzt einfach in den Kühlschrank. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Nicht 10 Minuten, sondern eine halbe Stunde bis Stunde in den Kühlschrank. So. So, meiner ist jetzt schon aus dem Kühlschrank raus und jetzt steckt ihr einfach die Unterseite wieder drauf. Hier sind so Einkerbungen, da und da auch. Und die müsst ihr jetzt einfach aufeinander klopfen. Und jetzt könnt ihr euer Gears aufdrehen. Und fertig ist euer selbstgemachter Lippenstift. Es ist eine Lippenpflege. Bei mir habe ich jetzt ein bisschen zu wenig rot gemacht. Deswegen kann man das jetzt nicht so gut sehen. Ja. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Und ja.